Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin Marcel von EA Games und wir spielen weiter Zelda Tears of the Kingdom. So, und wir sind hier bei den Deubrand-Ruinen. Und der gute Kollege hier möchte irgendetwas von uns. Hey! Hey, Kollege! Ich habe auf dich gewartet. Du hast gewartet? Oh. So ist es. Ich habe zwar diese riesigen Ruinen an diesem unberührten Ort gefunden, aber ich kann nicht alles alleine machen. Mir fehlen einige helfende Hände, deswegen sind die Nachforschungen in diesen Ruinen zum Stillstand gekommen. Ja, diese Ruinen sind einfach eine Nummer zu groß für mich. Müsste ich sie alleine untersuchen, wäre ich aufgeschmissen. Daher habe ich die Sonderforschungsgruppe in Kariko gebeten, mir etwas Verstärkung zu schicken. Ich bin froh, dass du sofort gekommen bist. Danke, dass du den ganzen Weg hierher auf dich genommen hast. Hä? Du bist gar nicht von der Sonderforschungsgruppe? Ich verstehe. Hier kommen kaum Leute vorbei, musst du wissen. Deswegen dachte ich, du wärst mit Sicherheit diese Verstärkung. Da wolle ich mich so mit so viel Elan in die Steintafelsuche stürzen und jetzt sind mir die Hände gebunden, weil ich ganz alleine hier bin. Steintafelsuche? Hoppla! Hast du das etwa gehört? Tut mir leid, das darf ich nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Wie schade, dass du nicht von der Sonderforschungsgruppe bist. Dann hätten wir gemeinsam an der Steintafelentschlüsselung arbeiten können. Aber naja, ich will mithelfen. Das ist ja sehr nett von dir, aber... Nein, einen Augenblick. Ein Forscher ist es zwar nicht, aber es sieht mir nach einem echten Abenteurer aus. Vielleicht kommt mit seiner Hilfe bei einer Erkundung der Ruinen wieder ins Rollen. Also gut, abgemacht. Es gilt zwar nur für diese Ruinen, aber ich ernenne dich hiermit zum Forscher. Von diesem Moment an zähle ich auf dich, Kollege. Dann mal los, wir werden das Geheimnis dieser Ruinen lüften. Also dann, das ist zwar ein Sprung ins kalte Wasser, aber ich werde dir erstmal eine meiner bisherigen Forschungsergebnisse zeigen. Bitte warte kurz. Hüpp. Hier habe ich mein kleines Steintafellager aufgeschlagen. Du wirst staunen, welches Wissen sich in diesen Ruinen verbirgt. Untersuche die Deubrand-Ruinen. Okay. Untersuchen. Führe die geheime Kunst des Weisen des Windes in Gegenwart der Eule vor, die von vielen Drachen bewacht wird. Na? Erstaunlich, oder nicht? Ja. Ich hab's dir doch gesagt. Die Sonau sind eine Zivilisation aus grauer Vorzeit. Heutzutage kann fast niemand mehr Sonnenschrift lesen. Aber was auf dieser Steintafel steht, kannst du doch lesen, oder? Das ist schließlich Hylianisch. Einiges in diesen Ruinen weist auf Sonnenherkunft hin, aber aus irgendeinem Grund ist die Inschrift auf Hylianisch. Wer genau diese Struktur wohl erbaut hat und zu welchem Zweck? Ich vermute, die Steintafel weist auf einen Ort innerhalb der Ruinen hin und genau diesen Ort solltest du finden. Denn vielleicht liegt darin der Schlüssel, der uns die wahre Bestimmung dieser Ruinen offenbart. Das war so eine Ahnung, aber immerhin eine Ahnung eines Experten. So. Hat eine Steintafel entdeckt. Okay. Gut, dann wollen wir die Ruinen mal untersuchen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier anfangen soll. Ich weiß nicht. So, wir gucken mal auf die Map. Oh mein Gott, das ist so riesig. Oh. Kakao, Kakao. So, du, dich brauche ich jetzt nicht. Eisenholz hast. Wetten, da ist ein Krog oben. Wir gehen mal nach oben. Vielleicht können wir ja von da oben etwas mehr sehen. Wow.
Okay, ein Krog ist hier nicht. So, was genau soll ich hier untersuchen? Hier ist irgendwie gar nichts so richtig zu sehen. Da ist ein Schrein. Okay. Das ist allerdings da hinten. Ich würde tatsächlich erstmal gerne mal die Ruinen untersuchen. Erstmal schauen, ob wir hier irgendetwas finden. Es regnet. Ganz wunderbar. Ich liebe es. Hier sieht man gar nichts mehr. Hat aufgehört zu regnen, offensichtlich. Gute Frage, wo man hier ansetzen soll. Echt wirklich gute Frage. Vielleicht da? Na komm. Was macht er denn? Er kann sich nicht hier einstellen. Hey, wieso rutschst du denn? Cool. So, ich glaube, das können wir uns mal hier anschauen. Es könnte irgendetwas sein. Oder auch nicht. Oh, da ist der Dragon. Der Dragon. So, schön anschleichen. Und tschüss. Okay, hier sind wir genau in den Turm.
würde sagen, wir speichern einmal hier ab. Sicher ist sicher. Wirklich eine gute Frage, was ich denn jetzt hier suchen soll. Noch sehe ich ja nichts. Flammenkeule, okay. Tätätätätät. Ich suche und suche und suche und finde hier leider nichts. Hey. Okay. Was? Was für ein... Okay, wo bin ich denn jetzt hier? Jetzt bin ich hier, okay. Ich kann jetzt mal dahin gehen. Boah, die Ruinen sind ja riesig. Allerdings, muss ich echt mal sagen, ich habe gerade gar keine Ahnung, wo ich hin soll. Ein Krog. Ah, du hast mich gefunden. Autsch.
OMG, ey. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Gerade, ich habe wirklich keine Ahnung, was denn hier sein soll, was irgendwie... Ouch. Nein, 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 nicht da rein. Was hier irgendwie nach einem Geheimnis aussieht. Okay, ah, okay, hier ist auf jeden Fall auch noch ein Krog. Ich würde mich gerne nochmal hier umsehen. Ist da irgendetwas? Okay, das sieht mir definitiv noch aus wieder ein nach. Ein Krog-Rätsel. So. Das muss da rein. Hey, du hast mich gefunden. Okay. So, ich vermute aber, das war jetzt nicht das große Geheimnis. Führe die geheime Kunst des Weisen des Windes in Gegenwart der Eule vor. Eine Eulenstatue. Okay, Drachenstatue, Eulenstatue. Okay. Ja, tatsächlich, irgend so eine Statue habe ich gerade gesehen, aber kann ich da irgendetwas drehen? Ich kann hier nichts greifen oder so. Alles klar, alles klar. Der arme Link, der muss hier irgendwelche Sachen suchen und er weiß gerade überhaupt nicht weiter. Der arme Link. So, ich meine, das sieht für mich aus wie so eine Eule. Wenn ich da drauf schieße, macht ja, glaube ich, gar keinen Sinn. So, mal kurz.
kurz abspeichern. So, ich gucke mir ja nochmal die Quest. Das war die, wo die Drachen wachen. Wir haben kurz das Weisen des Winders. Okay. Ich bin bei der Eule. Warte mal, ich habe noch eine Idee. Ja. Das war die Lösung, Freunde. Drachen wachen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir machen dann in der nächsten Episode auf jeden Fall den Schrein da oben. Und ja, in dem Sinne, ich danke euch. Hinterlasst gerne ein Abo, ein Like und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.